Thank you.
Bazooka hier immer noch frisch am Werk. Ja, 24 Stunden, kein bisschen müde. Okay, auf jeden Fall haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Und zwar CDs gibt's diese Woche für Christian Roche aus Heilbronn. Die Joking Sphinx CD. Dann Felix Stark aus Köln, ebenfalls die Joking Sphinx CD. Dann Alexander Z, der wohnt in Detmold und bekommt auch eine... was bekommt er? Eine Man of the Last Third CD, glaube ich. Ebenso wie Thomas Schilmer aus Fechter. Und Nathalie Stanke aus Köln, die bekommt die Nataraya Doppel-CD-Sampler. Okay, die werden wir los und alle anderen, die noch gepackt haben und angerufen haben, vielen, vielen Dank und wir legen eure Dinger auf jeden Fall beiseite und beim nächsten Mal, wenn ihr wieder packt, gibt es nichts mit Auslosung und so, dann seid ihr eben at first dabei, okay? Ilka, lass mich mal ab, sag mal irgendwas Vernünftiges. Vernünftig, ja. Wir sind halt doch schon arg partygeschädigt. Aber gut. Zum Moonflower gibt es noch was. Und zwar, wir haben eine Internetseite. Die Adresse ist www.abgang.de/moonflower. Also für jeden Interessierten zu finden. Und dann gibt es noch eine E-Mail. Das ist konstanz@tonline.de. Alles klein geschrieben. Und dann gibt es noch eine Kartenvorverkaufsstelle. Und am Kiosk bei dir um die Ecke. Okay, wo ist die Kartenvorverkaufsstelle? Bei Cosmix Dreving. Nein. Nein, man kann anrufen unter 02234 497373. Okay. Ich gebe jetzt einfach weiter an den Peter, vielleicht hat der was ja, genau. anderes Peter, zu sagen. Peter wollte auch noch was sagen und zwar zu einem neuen Stück. Fängt das jetzt schon an? Nee, das fängt noch nicht an. Ne? Okay, dann können wir noch schnell, wenn wir schon mal bei Internet sind. Wir sind auch wieder im Internet zu erreichen. Evosonic wieder im Internet und zwar unter folgender Adresse www.01.com. www.01.com. Das ist unsere Internetadresse. Ab sofort wieder intakt. Dann Psychedelic Chai Shop. Auch da werdet ihr wahrscheinlich auf uns irgendwann geführt. www.chaishop.com, das ist die Internetadresse dafür. Übrigens auch eng zusammengearbeitet wird dort mit dem kleinen norddeutschen Magazin Mushroom, was unser gesamtes Programm abdruckt, unser ganzes Evosonic-Programm der Woche, aber auch insbesondere das Paradise FM-Programm, was da für diesen Monat so aussieht. Nächsten Sonntag DJ Tori aus Amsterdam. Ein ganz klasse Knabe, 16 oder 17 ist er. Und der legt auch auf der Moonflower auf. Live gibt's nächsten Sonntag Elysium. Und am 24., einen Sonntag später, haben wir einen Label Report mit Headshot Haizar, mit DJ Yanif, DJ Alex und DJ Euphoria, ein bisschen Mädchen. Und am 31.8. hier in der Sendung Live Act Tarante. Okay, das könnt ihr alles nachlesen im Mushroom, ebenso wie die geilen Party-Dates bzw. die Hotlines oder auch im Kernel Goa. Kennst du das mal, Suka? Ja, kenne ich. Das ist cool. Ich habe Alan kennengelernt letzte Woche. Er ist cool, ne? Kernel. Alan schreibt auf jeden Fall gute Sachen. Ja, und dann könnten wir euch noch etwas geben. Ne, das machen wir jetzt nicht. Wir spielen jetzt erstmal ein Stück von Mahazuka. Genau. Du hast nämlich eins gemacht, ne? Ja, ich habe eins mit Markus zusammen gemacht. Das kommt, sollte eigentlich schon raus sein jetzt, auf dem Label von Yanif, Headshot. Also? Genau. Ist aber leider noch nicht da. Muss man noch ein bisschen warten. Kommt jetzt von Dat und kommt auf eine Compilation? Mhm, genau. Von Headshot Haizar.
Okay, mal sogar. Sag noch mal was zum letzten Stück. Ja, was soll ich dazu sagen? Von Markus, von mir und von Stefan. Und ja, kommt bei Janif auf dem Label raus. Hallo Janif, vielen Dank für alles. Hi, Reiser. Ja, genau. Ja, und dann mal schauen, ne? Und dann ab. Party ab. Okay, ihr fragt noch einer, wann du das nächste Mal in Hannover auflegst übrigens. Extra hier an Mazuka. Wann spielst du in Hannover oder wo und wann? Ah, wo kommt das denn her? Das kommt von Jochen aus Sachsenhagen. Ja, Hannover. Wann bin ich denn da? Am 23. im Limmer Freibad heißt es, glaube ich. Ah, ja. Zauberwald. 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 Okay, das also für Jochen. Hey, wir müssen noch auf so viel eingehen hier. Aber irgendwie haben wir das heute nicht mehr so richtig auf die Reihe gekriegt. Wir kommen, wie gesagt, alle von dieser Rumpelstilzchen-Party und sind in der letzten Minute hier eingeflogen. Rumpeltänzchen, glaube ich, oder? Rumpeltänzchen.